Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Du, ich muss da jetzt die Selbsthilfegruppe für die Lehrer von den Musikgymnasien vorbereiten. Du weißt, da gibt es immer wieder Probleme. Darum ist mir das ganz wichtig, dass du mir heute über die Probleme reden. Magst du dir zuhocken? Ah, du, nein. Ich muss mich um meine Pflanzen im Keller kümmern. Aha. Julian. Danke. Du bist schon 20 Minuten zu früh. Ja, du, Kollege, ich habe ja auch was zu tun in diesen 20 Minuten. Wenn es mir gelingen ist, ich habe 5 Schularbeiten diese Woche zu korrigieren. Und die Überstunden bekommt man nie bezahlt hier. Also letztes Jahr habe ich 36 unbezahlte Überstunden gehabt. Also darf ich bitte. Manchmal wäre ich wirklich lieber Putzfrau, das, ja. Ja, ich sage immer, also, was ist Zeit überhaupt? Also, das kommt mir nicht wieder so. Ich weiß nur, dass ich keine habe. Drei macht vier, geht in die Richtung, drei macht neun. Sag ich so, ja, meine Aufgabe ist es, Stoff zu vermitteln und Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ich glaube, das ist so witzig. Ja, na, wie gesagt, das bleibt mir das Dorf ist. Erzähl uns ein bisschen, wie geht's dir denn so? Du, das Musikgymnasium ist ein ganz feine Leute in meinem MO. Eigentlich fast zu weit alt, sonst gibt es vielleicht das GLG braucht. So was Nerviges, aber ich kann nichts ändern. Und ich persönlich mache es sowieso lieber mit der Hand. Jetzt zeige ich diejenigen, die stehen. Gut, dann nehmt ihr mal den Zettel von letzter Stunde heraus. Rekapituliert, wie Hitler an die Macht gekommen ist. Schaut euch da die wichtigsten Stationen noch einmal an. Bettina, was machst du da? Man, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das tut mir leid. Das ist die Selbsthilfegruppe, oder? Ja. Tut mir wirklich leid. Eigentlich sollte ich der Klasse richten, dass bin ich wieder in die falsche Klasse gegangen. Wer politisch denkt, denkt nicht. Die passt nicht. Das ist sehr angenehm zu unterrichten, weil es auch manchmal sehr mühsam ist. Ich glaube, da brauche ich euch nicht zu mühsam ist. Da kann ich da auch was erzählen. In meiner Stunde, da wollen die Schülerinnen und Schüler immer trinken. Wasser trinken. Und dann sage ich ihnen, ich sitze auch mit in euren Konzerten und packe meine Jause aus und trinke. Ja gut, aber das ist das Lehrerdasein, oder? Wenn ich mir denke, ja, das kann man jetzt schon vergleichen. Also. Hat sie sich noch was zu sagen, weil ich war eigentlich fertig und ich bin eigentlich voll ausgedehnt. Ja, sollen wir noch einen Lauf machen, bevor wir wieder in die Klasse gehen? Ich muss sehen, wie ich das so Arbeiten mit, die bringen ihm
immer die Hausaufgaben, die tue ich immer loben, die ganze Zeit. Da gibt es leider ein paar Störenfriede, die meinen, dass sie permanent den Unterricht stören müssen. Permanent. Und da wollte ich meinen Latein wirklich oft schon Ende. Aber am schlimmsten war damals die 9M. Nach jeder Stunde war ich so erschöpft. Da war ich so froh, als die Margarete Groß damals für mich die 9M übernommen hat. Nicht? Du, also, wie sag ich mal, jeder ist schon mal depressiv. Und ich wünsche meinen Schülern immer ganz viel Krisen. Ich sag immer, ich wünsche euch ganz viel Krisen, die ihr gut überstehen werdet. Krisen sind so wichtig. Ja. Wenn ich zu dem Thema Krisen auch kurz eines meiner beiden Herzen ausschütten darf, in meiner Brust schlagen zwei. Das Engländerherz, das englische Herz. Und diese Persönlichkeit. Lateinerherz. Jedenfalls war ich am Sonntag in der Messe und ist gut, das Haus. Multipliert das für mich. Jetzt darf ich wieder die Geschichte zu Ende erzählen. Die Messe war ja ganz schön, aber italienische Aussprache. Bleiben wir doch beim Thema. Ja. Oh. Weißt du, wo wir gleich übersetzt haben? Wir haben Wörterbücher, haben alles. Du, ich mach keine Sorge. Ja, wir kennen es eh. Auf Nudeln, das ist halt so eine Sache. Und auf Nudeln waren sie noch nie drinnen, manche. Das ist. Und die Hausübungen, nein. Die Lösungen muss ich immer auf Nudeln stellen. Ja, und wenn sie es dann nicht in Nudeln kriegen, wie sollen sie es dann haben? Jetzt haben wir Schularbeit gehabt, Seneca, ja. Das Einfachste vom Einfachen natürlich. Ja, ich weiß halt noch nicht, ob das zu alles gepasst hat. Ja, schau mal. Wir müssen jetzt schauen. Ja, das ist sonst sind wir ganz gebrochen. Ja. Ich sage auch immer, also die Resonanz muss passen. Also dass die Resonanz zwischen Lehrer und Schüler, dass das resoniert. Damit das alles funktioniert. Und da ist es dann einmal ganz wichtig, dass das etymologisch dann richtig verstanden wird. Also Etymologie, dass sich das dann alle aufschreiben. Resonanz, Resonare. Kommt vom lateinischen Wörterbücher, wer braucht jetzt du, ich noch? Brauch keines. Ja, schlagen wir es alle. Ich weiß es schon. Resono, Resonas, Resonare. Jo. Mitschwingen. Aber, Kollegin, was Vokabellernen kann ich Ihnen nicht abnehmen. Sicher, ist das jetzt real oder tonal? Ja, also, das kenne ich, also das verstehe ich natürlich vollkommen. Also, ich unterscheide manchmal real und fiktional auch nicht ganz. Also, das ist nicht so leicht, Realität und Fiktionalität zu unterscheiden. Bis jetzt. Das neue Jugendwort des Jahres, ich bin ja da im Ausschuss, und das neue Jugendwort des Jahres ist
I-Bims. I-Bims? Und Formen ist auch dabei. I-Bims, der Code von Genialität her. I-Bims, die Inge. Da ist nur noch mal einsingen, da alle aufstehen einmal, bitte. Aufstehen. Ja. Wir singen jetzt Hey Ho, spann den Wagen an. Gut. Gut. Hey. 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 Stopp, das ist falsches Tempo. Nochmal. Du brauchst ein Metronom. Warte, ich stell dir ein Metronom. Jetzt sag mal, eine neue App musst du unbedingt aufnehmen. Ein Metronom. Jetzt pass auf. Ich zeig dir das. Ich muss das da mitnehmen. Hocht kurz zu, das ist die Dankzahl. Achtung. Hey. Hey. Hi, Tempo. Ich hab Deutsch oder das Geografie. Deutsch. Wie viel habe ich unterrichtet? Ein Gardasee an die Tafel gezeichnet. Tiroler Grenze. Aube! Und alle haben's gelacht. Zu dem Umzug, der mich noch ein Leben lang begleiten wird. Und die Sprache in der Politik. Ja! Thomas Bernhard hat schon gesagt, unsere Gesellschaft verfällt. Generell, ihr müsst einmal lesen, ihr müsst Zeitung lesen. Wie wollt ihr Bildungsbürger werden, wenn ihr keine Zeitung lest? Wo war ich? Ah, der Thomas Bernhard. Ja, der Thomas Bernhard war ja Österreicher. Der hat sich über Österreich aufgeregt. Er war schon so ein Nestbeschmutzer. Ja, alle seine Nestbeschmutzer. Und alles ist im Keller. Was ist ein Kellergeld? Ah, der Lachgeist! Ja, nix, aber. Wenn man im Keller Kafka liest, wird man schon irgendwie ganz wild. Verstehst du das? Versteh gar nichts. Also ich habe noch meinen Pelzmantel suchen müssen, weil heute ist so kalt, ich sag's euch, dann habe ich den noch suchen müssen. Und dann habe ich einen Joachim getroffen und der hat mich dann hierher begleitet. Ja, ein Pelzmantel, das ist super, das sage ich. Weil da ist alles, was man braucht. Da ist Hase, da ist Waschbe. Darf ich bitte daran erinnern, dass das unsere Zeit ist, die drauf geht. Und wir wollen jetzt bitte anfangen, auch wenn Sie schon viel zu... Entschuldigung, ich habe da so ein... Bitte können Sie das Handy ausschalten, wenn ich beim Sprechen bin. Also das geht jetzt gar nicht, ich habe gerade... Darf ich bitte jetzt reden? Können Sie bitte? Ja, na, jetzt reicht's mir. Unter diesen Arbeitsständen kann ich nicht arbeiten. Dann schalten Sie das Handy aus. Aber ich kann so nicht arbeiten. Soll ich dir jetzt mal Englisch beibringen? Na gut, also wenn ich schon da seid, können wir jetzt weitermachen. Joachim, gut. Fang an, wie geht's da? Ach, immer diese Störenfriede in den Musikklassen, wenn die dann dauerhaft spazetteln. Ich muss die sie so oft die Hausordnungen schreiben lassen, aber im Großen und Ganzen betrachte ich sie sehr gerne, die Burschen.
Und natürlich auch die Mädchen. Manche waren artig, manche abartig. Ja! Endlich! Ein Erdbeben! Georg, bitte, muss das sein, das ist nicht unser Thema. Denn um diese Selbsthilfegruppe nun wirklich würdig zu eröffnen, möchte ich gerne ein gemeinsames Gebet sprechen. Dazu erheben wir uns bitte alle. Bitte, ja, die Kolleginnen und Kolleginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Nein, ich habe heute schon KTV geschaut, das reicht. Warte, Kollege, Sie werden im Fegefeuer schmoren. Das Leben ist ein Fegefeuer. Bitte, warte mal. Kannst du morgen wieder erste Stunde haben wir Englisch? Kannst du morgen wieder? Ja. Ich werde ein Sabbatjahr beantragen. Na, jetzt ist mir zu Hause. Pizza Service. Wer kriegt die Margarita? Ja, ich. So, Margarita ist schon was Gutes hier. Aber das gut, was tust denn du als Pizzabote? Ja, ich hab halt nicht so schnell einen Job als Putzfrau kriegt jetzt. Und ich halt Pizza nicht kann. Da krieg ich alle meine Stunden gezahlt. Aber gut, danke. Ja, Frau Kollegin, darf ich bitte meine Arbeit machen? Was ist denn da für ein Radau? Raus vom Walde komme ich her und ich merke schon, hier stinkt es sehr. Ich war gerade beim Dessert nach diesem wunderbaren Schnirrzeil mit Kartoffelsalat. Wollte ich eigentlich noch mehr. Aber dann kam ein Engele zu mir her und drängelte, doch so schnell wie möglich hierher zu gelangen. Und so bin ich auch gleich losgegangen. So lief ich über Stock und Stein und kehrte in mehrere Gebiete ein. Ich traf Franzosen, Italiener, Spanier, Portugaler. Über Bayern ging es bis nach Obendorf. In Obendorf ist übrigens eine neue Putztechnik zu erschienen. Mit einer Holzraffel putzt man dort die Gardinen. Bis in eine alte Burg trieb es mich. In diesem alten Gemäuer war es fürchterlich. Dann habe ich plötzlich ein Geschöpf gesehen. Dann riet man mir zu gehen. So, das ist meine Geschöchte. Bitte, Nikolaus. Danke, Ingeborg. Bettina Harandi Riedmann. Liebe Frau Professor, mir wurde mitgeteilt, dass Sie in den letzten Jahren aufgefallen sind als eine Lehrerin, die stets kühlen Kopf bewahrt und unter Bewahrung der Autorität die Lehrpflicht mit Fleiß und Liebe erfüllt. Als Zeichen des Dankes hier ein kleines, an die geistige Heimat erinnerndes Präsent. Alt best und genießen Sie die einzigartige Schwebe. Michael Mischa Engele, die olfaktorische Belastung nimmt laufend zu. Und das System erst, die Verbildung der Menschen, furchtbar. Ach, jetzt verzetteln wir uns total. Deshalb gibt's für Sie Engelsflügelchen, um dem Alltagsstress entfliehen zu können. Engele, flieg! Johanna Schöch, was sagt das X zur Eulerschen Zahl? Integrier dich endlich! Dass sich bei uns integrieren, ist Ihnen nie schwer gefallen. Und da sich das schnelle Integrieren als Mathematiker sehr lohnt, denn Mathematiker sterben ja nie, sondern verlieren nur einige ihrer Funktionen. So schenken wir Ihnen neuestes Mathe-Equipment. Maria Theresia Ausreden. Ja, zu Beginn ließ ihre Pünktlichkeit zu wünschen übrig. Mittlerweile hat sich das aber sehr gebessert und die Klasse freut sich immer wieder über den Special Guest, Peter. Da sie auch im Winter auf ihre Stöckelschuhe nicht verzichten müssen sollen, bekommen sie exklusive Stöckelschuhschützer. Ingeborg Mittag. Wir wollten uns bei Frau Schöpf noch herzlich bedanken
Oder besser gesagt, entschuldigen für die ersten 2 Jahre, die wir gemeinsam erleben durften. Denn dann war Schluss. Jetzt wollten wir uns endgültig versöhnen und daher haben wir Versöhnungspralinen mitgebracht. Femina Magna, Margarete Groß. Tja, das Radfahren müssen Sie noch etwas üben. Aber das Latein haben Sie wahrlich im Blut. Um Ihnen möglicherweise aufkommende Langeweile ein wenig zu nehmen, bekommen Sie von uns ein Buch, das, wie wir glauben, sehr gut zu Ihnen passt. Susanne Raffolt. Ja. Vor 3 Tagen bin ich vor Radberg gewesen. Da habe ich einen Sauerstoff getroffen. Er war sehr traurig. Er wollte 2 Elektronen. Ich habe ihn glücklich gemacht und habe ihm 2 Haas geschenkt. Ich hoffe, Sie tun das genauso, und zwar in diesem Gestaltzücht-Experimentierkoffer. Kurt Arnold, mit ihrer stilvollen Dirigiertechnik und dem nie fehlenden Metronom haben Sie die neuen M und mit Ihnen die anderen Klassen immer wieder zum Lächeln gebracht. Und trotz der wenigen Gesamtproben, man muss ja unbedingt Stimmproben machen, wurden die Konzerte des Symphonischen Blasorchesters immer zum großen Erfolg. Doch mir ist aufgefallen, dass Sie teilweise mit dem Lesen der Taktzahlen Probleme haben. Deshalb bekommen Sie ein Geschenk vom Nikolaus, das das Zahlenlesen erleichtern soll. Ben Laden, Benedikt Ladner. Die neuen M hat mir berichtet, dass sie oft mit unkontrollierten Lachkrämpfen den Unterricht stören. Ich bitte Sie, das nicht zu unterlassen, um das gute Klima aufrechtzuerhalten. Ihr anmutig sanftes, ja charmant tollpatschiges Auftreten erinnert die neuen M an einen weichen, braven Braunbären. So bekommen Sie von uns Honig und einen Katzenanhänger zur Überwindung Ihrer Phobie. Wolfgang Schnirzer. Sehr schnell haben Sie sich integriert, was Ihrem Vorgänger leider nicht so gelingen konnte. Ihre Aufopferung hinterlässt aber auch Ihre Spuren. Die neuen M beobachtete zunehmend Zeichen der Erschöpfung, von Genen während des Unterrichts bis zur Bildung von Augenringen. Wir haben erfahren, dass Sie zum Ausgleich gern Harmonika spielen und so bekommen Sie von uns ein bisschen Literatur zum Üben. Siegfried Portugaller. Es sind wie irgendwelche Wasserbüffel vom Universum. Ihr seid so träge wie ein Tag, der aus der Schüssel rausfliegt und den man immer reinkriegt. Ihr Schreiaffen. Nur 3 Zitate der oft sehr amüsanten Chorstunden. Wir haben aber auch mitbekommen, wie gern Sie Margarita mögen. Daher gibt es für Sie eine Pizza Margarita. Georg Bayer. Viel hat die neuen M mit Ihnen erleben dürfen. Wandertage vom Alpenzoo über die Streif bis zur Berliner Hütte. 2 wundervolle Fahrten, eine nach Millstatt, eine nach Prag. Kulturbesuche, Faust, Rippenhofsaga, Tanztheater. Zusammen mit Ihnen hat die Klasse noch jedes Problem gut gemeistert. Sie sind stets hinter uns gestanden und dafür möchte sich die Klasse und der Nikolaus sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Wir hätten uns keinen besseren KV wünschen können. Salomon, der Weise, spricht, laute Fürze stinkt nicht, aber die Butterweichen, die so leise durch die Hose schleichen, die stinken fürchterlich.